Eine Traumhochzeit im Schloss. Fürst Alexander zu Schaumburg-Lippe heiratete die Pianistin Makame Nawabi. Ein Liebes-Comeback, mit dem keiner gerechnet hat. Jennifer Lopez und Ben Affleck sind wieder ein Paar. Eine Trennung, mit der auch kaum einer gerechnet hat. Melinda und Bill Gates. Die Milliardenscheidung. Die Höhepunkte lassen wir Revue passieren im großen Jahresrückblick von Bunte. Und Deutschland wählte auch eine neue Regierung in diesem Jahr 2021, um die wichtigste Frau im neuen Kabinett von Bundeskanzler Olaf Scholz, um Annalena Baerbock, unsere neue Außenministerin, dreht sich die Titelgeschichte. Wir von Bunte wünschen Ihnen einen guten Rutsch und ein großartiges 2022.